Tag, liebe Zuschauer. Wir waren in den letzten Tagen in der Klinkerhalle und im Albrechtschen Palais und haben dort einfach ein paar Feuchtigkeitsmessungen durchgeführt, um zu sehen, was durch das Hochwasser angerichtet wurde. Wir verwendeten dazu ein Feuchtemessgerät, das ich Ihnen heute ganz kurz demonstrieren möchte. Ein kleiner Versuchsaufbau, damit Sie sich was darunter vorstellen können unter den Zahlen. Wir haben ein Feuchtemessgerät, das die Feuchte in Prozent der relativen Feuchte anzeigt. Ich habe hier einfach ein Glas Wasser, einen normalen Haushaltsschwamm, der noch ein bisschen feucht ist. Ich zeige Ihnen ganz kurz mal die ersten Messwerte, um ein Gefühl zu bekommen. Die normale Handfeuchte demonstriere ich jetzt mal. Also zwei Finger, einfach hier annehmen, anfassen die zwei Nägel. Hier ist es recht trocken, also 7% zeigen wir Ihnen hier circa Feuchtigkeit der Finger. Die Handfläche selber, zeige ich Ihnen die Handfläche, da geht es natürlich schon mehr hoch, 18, 19, 20% circa. Wir nehmen jetzt den Schwamm und machen ihn einfach richtig, richtig nass. So, Sie sehen selber, ein ganz nasser Schwamm. Ich lege ihn hierher, steche das Gerät ein bis zur Mitte und wir haben erwartungsgemäß 98%. Wie nass der Schwamm ist, das sehen Sie ja hieran, er läuft einfach aus. Jetzt in der Mitte und wir lassen Wasser etwas herunterlaufen, damit Sie sehen, wie sich sofort das Gerät reagiert. Sie sehen, der Wert nimmt einfach schnell ab, so wie das Wasser heraustropft. Jetzt sind wir also bei 47%, die Hälfte, und ich drücke den Schwamm mal aus, damit Sie ein Gefühl haben, was das bedeutet. Also richtig nass. Wie das funktioniert, ist einfach ein Stromfluss von diesen beiden Kontakten zueinander und Feuchtigkeit leitet den nun mal Strom nahezu ohne Widerstand weiter. Jetzt drücke ich ihn schon mal ganz komplett aus, so gut wie es kann. Und wir messen mal einen ausgedrückten Schwamm, der vorher feucht war. Jetzt zeigen wir die Werte an. Doch, der Schwamm ist eine gute Darstellung. Jetzt ist es an sich wieder trocken. So, und jetzt zeige ich Ihnen die Ergebnisse in der Klinkerhalle und im Albrechtschen Palais. Also einfach Wasser. Prozent Restfeuchte in der Wand.